Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir spielen hier natürlich mal wieder die PC-Version auf Steam, die Remastered-Version. Und ich habe großartige Neuigkeiten für euch da draußen, denn ich habe es ja schon im letzten Jahr angekündigt, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Ich habe endlich meine Gilde offen. Es hat lange gedauert, ich hatte einfach so viel um die Ohren und ich wollte es richtig machen. Und wie man hier an meinem Charakter erkennen kann, spiele ich derzeit auch sehr, sehr aktiv Shakes and Fidget. Also, ich habe mittlerweile richtig geile Items. Wir haben geile Edelsteine in den Sockeln drin. Ich habe mich um die Dungeons gekümmert. Ich habe richtig viel schon abgerödelt. Und jetzt will ich durchstarten mit euch da draußen. Und ganz wichtig, damit das Ganze diesmal kein Flop wird oder irgendwie im Sand verläuft, ihr solltet auch echt jemand sein, der Bock auf das Spiel hat, der aktiv spielt, denn ich will diese Gilde so richtig schön nach vorne pushen. Jeder, der in die Gilde reinkommt, bekommt auch erstmal ein schönes kleines Willkommensgeschenk. Ihr bekommt direkt Pilze, damit könnt ihr euren Charakter ein bisschen aufstocken. Das Ganze entsteht natürlich wieder in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Shakes and Fidget. Ihr werdet also so ein bisschen supported, wenn ihr in die offizielle Gilde von Keystra hinein joinen solltet. Hier sehen wir die Gilde und ja, im Moment habe ich hier so ein paar Leute eingeladen, weil ich halt geguckt habe, ob ich aktive Spieler finde, und ein paar sind auch jetzt schon gekommen. Ich habe jetzt erst angefangen mit den Einladungen, es hat sich alles halt ein bisschen verzögert, aber wenn ihr also Bock haben solltet und eine aktive Gilde sucht, dann kommt auf jeden Fall hier rein, denn hier habt ihr den richtigen Ort und ganz viel Liebe und Unterstützung. Ganz viel Liebe und Unterstützung. So, schauen wir mal. Was gibt es eigentlich hier so in den Dungeons? Ich bin, ja, schon recht weit gekommen. Also hier in der normalen Welt, wir haben ja natürlich hier noch das Dämonenportal. Und da haben wir schon über die Hälfte eigentlich abgehakt. Hier oben natürlich dann der Märchenturm. Das ganz große Ding. Oder hier Level 340. Was soll das sein? Hitler als Führerhaufen? Okay, selbst mit meinen Kettensägen habe ich gegen den natürlich keine Chance. Der Führerhaufen ist zu mächtig. Auch als Blob kann ich Hitler nicht bezwingen. Da geht leider nichts. Dann schauen wir mal in meine Festung rein. Yep, die habe ich auch schon ganz anständig ausgebaut. Meine Festung ist jetzt mittlerweile Stufe 11. Natürlich brauchen wir noch jede Menge Holz und Stein, um hier weiterzumachen. Ansonsten habe ich hier noch den Magierturm. Der ist erstmal eine Stufe 7. Da würde noch ein bisschen was gehen. Und dann können wir auch hier in den Dungeon. Der Dungeon, den bauen wir auch ein bisschen aus. Der Trolltrakt, Gladiatorentrainer. Dann hier die Goblin-Grube und die Folterkammer. Dafür braucht man natürlich Seelen. Ich habe jetzt ein bisschen was an Seelen. Ist aber jetzt nicht so viel in meiner Unterwelt. Ah, was könnte man denn machen? Goblins. Ja, 800 Gold. 400 Seelen, dann hier die Folterkammer. Eigentlich müsste ich erstmal hier weitermachen. Könnte ich mir auch leisten, weil natürlich Seelenextraktor Stufe 3 wäre schon ganz nice. Dann bekommen wir halt mehr. 231 pro Stunde im Moment. So. Hauen wir direkt durch und jetzt sind es 330 pro Stunde. Also erstmal komplett hier drauf gehen, lohnt sich natürlich am allermeisten. So, hier ist noch alles under construction. Herz der Finsternis, Stufe 3. Da brauchen wir auch wieder jede Menge Seelen. Und die nächsten Updates, ja, die sind alle recht teuer. Als nächstes könnte man entweder die Folterkammer machen oder eben die Goblin-Grube. Wir können sie auch verbessern. Ja, machen wir. Bisschen verbessern. Und hier drüben auch ein bisschen verbessern. Und schon sind alle meine Seelen aufgebraucht. Dieses Geräusch, ne? Hier geht es rund. Glücksrad. Ja, das Glücksrad hat sich auch für mich ein bisschen verändert, wie man hier unschwer erkennen kann. Und wir können drehen. 20 Mal. Wie machst du das? So. Schöner Batzen Erfahrung. Verdammt. Schon wieder gewonnen. Yes, ein großer Batzen Steine. Die sind gerade ganz nützlich. Wie machst du das? Hier ein bisschen Holz mitgenommen. Verdammt. Irgendwie bekomme ich viel zu viele Erfahrungspunkte. Ich bekomme viel zu viele Erfahrungspunkte. Wie machst du das? Ja,
Verdammt! Schon wieder gewonnen! Ich weiß, ich bin ein Gewinnertyp. Also hier würde ich mir am meisten im Moment Seelen wünschen. Steine, Holz, klar, nehme ich auch immer alles sehr, sehr gerne mit. Stopp! Stopp! Du, wie machst du das? Stopp! Stopp! Verdammt! Stopp! Stopp! Du machst mich arm! Ja, du machst mich arm. Schon wieder hier durchgeklatscht. Mehr geht erstmal nicht. Können wir hier noch was verbessern? Ne, hier bin ich durch. Hier bin ich auch durch. Das hier könnten wir ausbauen, ist aber leider gar nicht so billig. Die Schatzkammer wäre Stufe 7, Stufe 9, Stufe 10. Edelsteinmine lohnt sich immer, kostet aber im Moment jede Menge Holz. Stufe 8, Stufe 9, Stufe 8. Dann würde ich... Ah, die Schatzkammer... Ja, wäre nicht schlecht, aber ich glaube, wir machen erstmal hier weiter. So. Dann nehmen wir die Schatzkammer noch mit. Ich finde es immer geil, wie sich das alles hier verändert, auch optisch. Und zu guter Letzt gönnen wir uns noch den Magierturm. Dann haben wir schon mal hier wenigstens alles auf Stufe 8 und kloppen uns hier noch ein bisschen was zusammen. Und dann heißt es leider wieder sparen, sparen, sparen. Denn wir brauchen unbedingt auch eine gute Truppe für einen Angriff. Weil wenn man halt andere Spieler angreift, dann, ja, kriegt man halt auch noch ein bisschen was mit. Also wer aktiv spielt, ist halt so ein Domino-Effekt. Je mehr man spielt, umso mehr hat man eben an Möglichkeiten. Guten Tag! Zauberladen. Hm. Was kannst du? Du bist eigentlich Müll. Da kriegen wir bessere Tränke. So, du hier. Ja, könnte man weghauen. Aber ich lasse mal jetzt noch drin. Wie viel haben wir eigentlich von denen? Mal gucken, ob wir noch ein paar kriegen. Zehnerpack wäre ganz schön. Immer nur hier diese einzelnen Dinger. Na komm. Gib mir mal einen schönen Zehnerpacken. Oh nein, da war einer. Ich drück weiter. Weil normalerweise kommt doch ein Geräusch, oder? Normalerweise kommt doch immer so ein Geräusch, wenn du 10 hast. Tja, vielleicht war ich einfach zu schnell. Nein. Ja. Ein Zehner packen. Und dann gehen wir... Genau. Genau das meinte ich. Genau dieses Geräusch. Genau dieses Geräusch bekommt man eigentlich. Geht doch. So, gehen wir mal in die Taverne rein. Psst. 38 Stück haben wir. Ich muss dir etwas zeigen. Da kann man einiges mitmachen. Im Moment erstmal hier schön auf Erfahrungspunkte gehen. Gold haben wir richtig viel. Goldmäßig läuft. Kannst du mir helfen? Ja, machen wir den hier, die 5-Minuten-Runde. Ich habe dich schon erwartet. Ja, komm, auch nochmal hier für 5 Minuten. Es ist alles so spannend hier. Es ist alles so super spannend hier. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Der Tourist ist immer so... Ja, so aufgeregt. Wir können einander helfen. Warum gibt's hier nicht mal irgendwas Dickes? 600 hier. Wie sieht's denn aus? Glück, Ausdauer, Stärke, Geschick. Boah, es geht halt übelst in die Kohle rein, ne? Es geht übelst in die Kohle rein. Wir können auch mal ganz kurz in die Arena. Ich versuche mein Glück. Gegen wen? 2 aus dem Fundbüro. Ja, ich versuch's. Moment, Arena? What? Alles klar. Mal sehen, gewinnen wir das Ding? Nein, gewinnen wir nicht. Schade. Aber den hier, oder? Was? Alter, wie viel Pech habe ich denn gerade? Naja, also, Leute, ihr wisst nun Bescheid. Die Gilde ist offiziell offen. Mit dem Namen Keystraw. Simple, easy. Kommt rein für alle Leute, die aktiv dabei sein wollen. Auch ganz cool, ihr kriegt halt ein bisschen Pilze als Startguthaben, damit ihr direkt ein wenig leveln könnt.
Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Wäre sehr, sehr geil, wenn das Ganze ein bisschen unterstützen würdet. Zu allen großen Events, die hier so in Shakes and Fidget geplant sind, wird es dann auch Videos von mir geben. Und wie ich es ja schon erwähnt habe in den anderen Videos, es ist so eine Zusammenarbeit. Es hilft auch wirklich sehr meinem Kanal weiter. Denn durch solche Sachen wie hier kann ich eben auch andere Projekte unterstützen. Seht das nicht immer alles negativ, sondern alles, was dem Kanal hilft, hilft natürlich auch euren aktuellen Lieblingsprojekten und auch allen coolen Projekten in der Zukunft. Also, haut rein, danke fürs Zuhören und tschüss!